Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Geheimark 3 und wir haben immer noch unseren schönen Roboter und ich weiß immer noch nicht, was da gut und schlecht sein soll im Kampf. Ach, der hat nur noch 50. Dann mache ich mal die Verteidigung unten und den Angriff oben und bam, Kampfrunde starten, sage ich nur. Scheiße. Kacke. Das ist blöd. Aber die Bombe liegt da und dann hat er gleich nur 25. Wie? Bam, bam, bam. Nur 35. Ja, dann hat er eine bessere Pension. Jetzt darf er selber keine Bombenlähmung oder wie? Oh, 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 oh. Tut er nicht, tut er nicht. Wir haben das Schild unten. So, ich gehe mal auf nicht nochmal sichere Verteidigung unten. Angriff oben und bam. Wir machen das und wir schaden in die nächste Runde. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das gibt Schaden, oder? Da würde ich sagen, Haftbombe belegen, Kampfrunde starten. Da haben wir nur noch 20 Gesundheit. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Da kann ich jetzt nur den Angriff starten und hoffen, dass das Schild passt. Nein, er hat das Schild immer noch rumgelassen. Ich sollte die Angriffsrichtung ändern. Das ist doch nicht zu glauben. Was hat der denn für eine Panzerung? Meine Güte, immer diese... Nein, 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 ich glaube, ich befürchte fast, dass sie... Ja, 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 es gibt ja genügend Ersatzteile und genügend Zeit. Ich hoffe, der hat jetzt keine Panzerung mehr. Das bringt nicht so viel. Ich mach mal den Flammenwerfer. Ich sollte den Roboter in der Werkstatt umrüsten. Ja, okay. Das kann ich ja nicht sagen, dass das da wichtig ist. So mit Flammenwerfer. Der hat nur noch 20 und ich kann die Haftbombe legen und ich kann die Verteidigung unten machen und den Angriff unten. Bam! Die Unten-Attacke! Na, na klar. Bam! Jetzt haben wir doch langsam gewonnen, oder? Komm bitte. Nein, nein, Schild, Schild, Schild. Nein, nee, was ist denn da? Da bringt es ja gar nicht viel Glück heute. Das ist ja ein bisschen gut hier. Aber. Jetzt setze ich auf die Seite oben. Ja, wir haben danach nur noch 20 Schaden. Nein, nein, nein. Jawohl, ja, wir sind die Besten. Und der geht nämlich jetzt nicht davon aus, jetzt mache ich den Angriff um. Nein, er hat immer noch die Schildung, das ist doch scheiße. So, wir wechseln das nur. Und der hat das Schild natürlich immer noch rum. Jetzt hoffe ich, dass der oben angreift, damit der... Ein herber Verlust natürlich. Und wir müssen unten angreifen, sonst macht er nichts. Jetzt machen wir alles über die untere Seite und wir legen die Haftbombe. Jetzt muss das klappen in der finalen Endrunde. Nein, nein, das ist nicht gut. Wir werden den Totalschaden bekommen. Nein! Und wir haben absolutes Glück, dass hier nichts passiert. Ach du Kacke. Wir müssen die oben angreifen. Und... Nee, oben verteidigen, unten angreifen, damit das wird. Zum Glück fahren wir nicht hoch und wir greifen unten an und der Schaden müsste gemacht sein. Und er ist tot! Er ist tot! Er ist tot! Na toll, 2 Jahre Arbeit und jetzt nur noch ein Haufen Schrott. Du bist Cassandra? Den Stimmenmodulator habe ich in der Junior High programmiert. Ganz praktisch, wenn der Direktor anruft und dein Vater sprechen möchte. Komm. Die wissen jetzt, wo wir stecken und werden sicher bald hier sein. Wir müssen verschwinden. Warum hast du mich eigentlich hierher gelotst? Michael Anderson ist mein Onkel. Er hat diese Formel entdeckt. Unter dem Bild von Da Vinci? Genau. Er konnte damit nichts anfangen, also kam er zu mir. In Mathe macht mir nämlich so leicht keiner was vor. Die Formel stammt von Archimedes höchstpersönlich.
Er hat eine genial einfache Methode für die Berechnung von Pi entdeckt. Die Kurzfassung bitte, Mathe-Ass. Der Weltrekord im Errechnen von Pi liegt irgendwo bei der 5-billionsten Nachkommastelle. Mit der Formel und meinem Botnetz konnte ich den aber in 0, nix brechen. Rat mal, was ich dabei entdeckt habe. Woher soll ich das wissen? Ich verstehe ja nicht mal den Spruch auf deinem T-Shirt. Das ist Pi. Es gibt kein System. Das pure Chaos. Bis dahin. Wir kommen jetzt an die billiardste Stelle. Soweit hat noch niemand gerechnet. Nur noch Nullen und Einsen? Was soll das sein? Binärcode? Eine Botschaft. Ein Bauplan. Für eine Maschine. Ein Bauplan? Aber wie kommt so etwas in die Zahl Pi? Gute Frage. Pi existiert quasi schon so lange wie das Universum. Ist mit dem Urknall erschaffen worden. Also vom lieben Gott höchstpersönlich, wenn du an den glaubst. Und was für eine Maschine soll das sein? Keine Ahnung. Aber da kommt dein Freund ins Spiel. Wahrscheinlich hat er was gefunden, was denen nicht in den Kram passt. So wie mein Onkel. Scheiße, sind die fix. Los, raus hier! Hier lang! So ein Mist! Blockiert! Gibt's keinen anderen Ausgang? Nein, ich muss versuchen, die Sperre zu umgehen. Dafür brauche ich aber eine Minute. Was soll ich machen? Ich kann doch hier nicht einfach nur rumstehen. Halt sie irgendwie auf! Den in die offene Arme laufen? Niemals, das Matras macht er schon. Okay, ich werde es versuchen. Muss ich. Okay, ich versuch's. Beeil dich. Pass auf dich auf. Ich brauch dich noch. Ich dich auch, Mathe-Ass. Ach du Scheiße. Eigentlich hier in Cadiz an. Ich dachte, das Bauteil für die Maschine sollte von Rotterdam aus ins Hauptquartier gebracht werden. Das wird ja auch von Rotterdam aus hingebracht. Später. Wir sollen wohl erst noch eine Ladung hier in Spanien an Bord nehmen. Das Hauptquartier beliefern wir erst in ein paar Wochen wieder. Ist eh nur ein Ersatzteil. Sie kommt wieder zu sich. Ganz schön zäh, die Kleine. Verpasse ihr noch eine Dosis. Oh, mein Schädel fühlt sich an, als ob er gleich platzt. Möchte wissen, was die mir da verpasst haben. Und vor allem, wo bin ich hier? Ich sitze ganz schön in der Patsche. Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, werde ich nicht zu Max gebracht. Was soll ich jetzt tun? Am besten erst mal raus hier. Ich bekomme ja kaum Luft in diesem Loch. Anscheinend sind wir in irgendeinem Container und legen bald in Cadiz an. Das klingt nicht gut. Und wir haben hier zwei leichte Sachen. Erstmal die Lüftungsschlitten. Schlitze. Durch die dünnen Schlitze kommt kaum frische Luft, geschweige denn Licht hier rein. Bisschen schon. Die Blende mit den Lüftungsschlitzen lässt sich mit bloßen Händen leider nicht entfernen. Ja, dann das grüne Leuchten. Vielversprechend. Und bestimmt radioaktiv. Radioactive. Was haben wir denn hier? Oh, eine Schlüsselkarte. Die Karte müssen meine Entführer übersehen haben. Jo. Die Leuchtfarbe, die ich neben mir im Container gefunden habe. Was ein Zufall, dass da Leuchtfarbe ist. An meine Hände sollte ich das Zeug nicht sprühen. Wer weiß, was in dieser militärischen Leuchtfarbe alles steckt. Keine Ahnung. Die Schlüsselkarte ist voller Leuchtfarbe. Jetzt können wir das an die Lüftungsschlitze legen und dann... Ich halte die Schlüsselkarte durch einen der Schlitze nach draußen ins Licht. Und dann... Diese Leuchtkraft ist unglaublich. Unglaublich. Diese militärische Leuchtfarbe hat das eingefallene Licht im Handumdrehen gespeichert. Wie bescheuert ist das denn? Naja, ein Handy. Selbst der dümmste Entführer weiß, dass man seinem Opfer keine Gelegenheit geben sollte, um Hilfe zu rufen. Viel ist zwar nicht mehr davon übrig, aber mein Herz hängt zu sehr daran, als dass ich es hier zurücklassen könnte. Oh, das ist ein wenig kaputt. Naja, Spider-Man-App. Ob der Händler das noch zurücknimmt? Ich denke, Versicherung, ne? Plastikbecher. Plastik, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen. Glaube ich auch. Sonst sieht hier nach nichts aus, aber hier ist...
Aha, eine Gewindestange. Kann man rausnehmen, oder? Mit der Gewindestange wird das Scharnier der Containertür justiert. Bestimmt rausdrehen. Wenn ich mich anstrenge, kann ich die Stange hoffentlich rausdrehen. Meine ich doch. Aha. Jetzt, wo ich diese Eisenstange habe, sollte mir keiner meiner Entführer im Dunkeln begegnen. Wäre nicht so gut. Oder du machst das mit dieser Farbe voll? Schade. Die Dose ist leer. Dann hättest du so einen Star Wars Schwert. Massiv und aus Metall. Dann öffne es. Von außen fest verriegelt. Massiv. Okay, dann halt mit der Gewindestange. Dazu bräuchte ich schon Superkräfte oder Sprengstoff. Sprengstoff? Superkräfte. Dann halt den Lüftungsschacht auf. Hebeln. Ich habe die Blende mit den Lüftungsschlitzen rausgebrochen. Und das soll niemand gehört. Das niemand gehört. Ja. Hinter dieser Öffnung warten Luft, Licht und Freiheit. Juhu! Meiner Treu, wo bin ich denn hier gelandet? Wenn ich die Männer vorhin richtig verstanden habe, liegen wir in Cadiz vor Anker. Ich könnte mich sicher irgendwie von Bord schleichen, aber ich muss Max finden. Meine Entführer haben erwähnt, dass er im Hauptquartier ist. Aber wo ist dieses Hauptquartier? Vielleicht finde ich einen Hinweis in dem Container mit diesem Ersatzteil, das dorthin gebracht werden soll. Wo zur Hölle war nochmal Cadiz? Für mich hört sich das Spanisch an, aber ich könnte das nicht beschwören. Meine Güte, liegt dir viel. Mein Ex-Gefängnis. Hilft ja nichts. Ich zwänge mich wieder hinein. Ja, aber was bringt das? Nix, denke ich doch mal. Da ist ja gar nichts mehr. So, was haben wir denn hier? Ein Scanner. Und hier ist natürlich niemand. Ein mobiler Scanner. Finde ich auch gut. Ja, dann mitnehmen. Falls ihr übrigens denkt, warum ich hier manchmal... Da musst du zupplen, ne? Ich bin mit einer Billigmaus von Kick derzeit am Spielen, weil meine richtige Maus... Es ist so eine Microsoft-Maus, die... Sidewinder X8. Und da ist die Batterie leer. Und ich habe keine Lust, die neu aufzuladen. Ich kaufe mir eh demnächst eine neue Maus und dann kann ich wieder alles andere machen. Dann geht's auch mit dem Metro 2033 Let's Play weiter. Falls das, wenn diese Aufnahme rauskommt, nicht schon längst wieder weitergeht. Eine Tabelle mit farbigen Kreisen. Mitnehmen. Was steht denn da drauf? Am Klemmbrett hängt eine Tabelle mit farbigen Codes. Scheint eine logistische Einteilung der geladenen Container zu sein. Der Farbcode zeigt an, in welchen Häfen die Fracht gelöscht wird. Wenn man die Farbcodes auf den Containern mit dem Scanner einliest, weiß der Kranführer, welche Container er an Deck verfrachten muss. Für die aktuelle Route lauten die Codierungen wie folgt. Orange wird hier in Cadiz gelöscht. Magenta geht bis Le Havre. Weiß wird in Rotterdam entladen und Cyan bleibt an Bord. Okay, Rotterdam war ja auch noch irgendwas. Container. Am Container ist eine Magenta-Markierung. Der Container hat eine Cyan-Markierung. Cyan, Kali. Markierung. Okay, ein mobiler Scanner. Was haben wir denn sonst noch hier? Ach du meine Güte, ein Kran. Mit diesem Kran werden die Container wohl an Deck gehoben. Ja, und so manch anderes auch. Kann ich da raus? Scheinbar. Glück gehabt, keiner da. Die werden doch nicht alle auf Landgang sein? Schwer vorstellbar bei 3000 Besatzungsmitgliedern. 3000? Das ist die USL Ronald Reagan. Die gibt's, glaube ich, in Wirklichkeit sogar. Eine rote Warnleuchte. Und ein Schiff der amerikanischen Marine hat mich festgenommen. Die Leuchte ist an der Bordwand festgeschraubt. Aha. Und die machen jetzt einfach eine Festnahme. Interessant. Damit würde ich das Lampenglas zerbrechen. Da hast du recht, Nina. Aber erstmal angucken. Die Leiter führt nach oben an Deck. Ja, da sind ein paar Flugzeuge. Hey. Ich muss vorsichtig sein, damit mich niemand sieht. Wenn ich hinter den Containern in Deckung bleibe, wird mich von der Besatzung niemand bemerken. Ist richtig. Hubschrauber 76, ein Turm, ein Flugzeug. Hier wurde offensichtlich bis vor kurzem gearbeitet. Das stimmt allerdings. Boah, ich weiß doch gar nicht, was die Licht... Aha, Schmierfett, Schraubendreher, Messgerät. Aha, Schmierfett.
mitnehmen, damit man sich die ganzen Kleidung verschmiert. Schön, Nina. Schlimmer wird das davon bei dir auch nicht. Dickes, gelbes Schmierfett. Mh, lecker. Ich soll mir das Zeug an die Hände schmieren? Warum nicht gleich in die Haare? Weil das sexy wäre. Dann halt mitnehmen. Ja, delicious. Bestes gelbes Schmierfett. Kannst du das dir in die Haare? Okay. Schraubendreher. Es heißt nicht Schraubenzieher. Ein Schraubendreher. Einer. Zum Mitnehmen. Einer wie keiner. Ein Schraubendreher. Es heißt nicht Schraubenzieher. Messgerät. Keine Ahnung, wozu das dient. Dann können wir es mitnehmen. Genau, Nina. So geht das. Zwei Handschuhe. Größe XXL. Mitnehmen. Auch wenn die wahrscheinlich viel zu groß für dich sind, Nina. Zwei Handschuhe. Jo. Kannst du sie anziehen? Nein, natürlich nicht. Kannst du irgendwas hier mit dem... Achso. Das Flugzeug besprühen. Ein Handy draufwerfen. Gewindestange kaputt machen. Oh, so Schmierfett oder eine Gewindestange in dem Triebwerk wäre natürlich auch was Interessantes. Beste, wir sind hier auf der USS Ronald Reagan. Kein Arsch ist auf dem Deck. So, was sehen wir denn hier noch? Ach du meine Güte, Hafen von Cadiz. Der Hafen von Cadiz. Stimmt. Eine Reling. Oha, oha. Oh, da geht's ganz schön tief runter. Nur die Klippenspringer von Acapulco sollten auf diese Reling klettern. Stimmt. Und Rose von Titanic. So, jetzt muss ich erstmal scannen. Der Farbcode auf dem Container ist nicht der von Cadiz, wo wir gerade vor Anker liegen. Schade. Der Farbcode auf dem... Ja. Ich sehe keine Möglichkeit, ihn zu öffnen. Oh, das wollte ich auch gar nicht. Piep, piep, piep. Der Farbcode... Ja. Ich weiß doch nicht, welche Container das ist. Der Farb... Ja, ich weiß doch nicht, welcher Container das ist. Der Farbcode auf dem Container ist... Meine Güte. Der Farbcode... Ja, das ist jetzt blöd. Welche Farbe war das? Am Klemmbrett scheint eine logistische Einteilung der... Wenn man die Farbcodes auf den... Für die aktuelle Route lauten die Codierungen wie folgt. Orange wird hier in... Orange und weiß, aber das ist weiß. Der Container hat eine weiße Markierung. Zugestellt. So komme ich nicht an die Tür des Containers. Benutzen? Ich komme nicht ran, aber wozu auch? Der Farbcode... Oder kann ich das Klemmbrett nutzen? Nein, natürlich nicht. Messgerät. Keine Ahnung, wo... Dann... Musst du das kombinieren? Weiß ich doch nicht. Kann ich überhaupt irgendwas kombinieren? Wir haben noch hier nichts, wenn wir damit nichts anfangen können. So, ein Messgerät. Natürlich können wir das nicht kombinieren. Schraubendreher. Können wir nicht kombinieren. Schmierfett. Lecker, lecker. Auch nicht. Klemmbrett. Natürlich nicht. Der Scanner. Auch nicht. Die Gewindestange. Auch nicht. Das kaputte Handy. Auch nicht. Okay. Ach, warte. Haha, die Lampe. Die ging doch mit dem Gewinde nicht, aber mit dem Schraubenzieher bestimmt. Hey, ein Licht weniger. Ich hab alles zerlegt. Fassung, Lampe und Lampenglas. Vielleicht geht mir jetzt ein Licht auf. Wäre schön. 5000 Watt. Energiesparen hat auf einem Flugzeugträger offenbar keine hohe Priorität. 5000 Watt. 5000 Watt. Und sie dreht sich im Kreis. Eine kreisrunde Lampenfassung aus Metall. Das Lied ist schon toll. Eine kreisförmige rote Glasscheibe. Ja. Kann ich das scannen? Oder irgendwo drauflegen? Selbst wenn ich das rote Glas irgendwie am Container befestigen könnte, machen rote Markierungen laut der Farbtabelle keinen Sinn.
stimmt, dann muss ich die einfärben. Nein. Dann streiche ich das gelbe Fett mal aufs Glas. Eingefettetes Glas. Ich habe das rote Lampenglas mit gelbem Fett eingeschmiert. Jetzt ist es orange und klebrig. Kannst du dir an die Wange kleben. Schade. Dann können wir das ja hier drauf machen. Scannen wir das. Mit dem Kran müssen wir den dann wegbewegen. So, klebt wunderbar. Und, ach du meine Güte. Charlie für Foxtrot. Charlie für Foxtrot. Sag mal, schläfst du? Du hast einen der Container übersehen, die hier im Hafen gelöscht werden müssen. Okay, aber beeil dich. Aha, wir können also da dran. Wenn ich wissen will, was da drin ist, muss ich ihn öffnen. Das ist korrekt, aber das machen wir in der nächsten Folge. Von daher würde ich sagen, tschüss.